Aus dem letzten deutschen Tagebau mit einer direkten Zugverbindung zwischen Kohlegrube und Kraftwerk wird der größte künstliche See Deutschlands. Im stillgelegten Tagebau Cottbus Nord werden derzeit die Anlagetechnik und Gleise zurückgebaut. Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Dann ist auch die Förderbrücke F34 verschwunden. Details zu diesem einmaligen Großprojekt hat Vattenfall am Freitag vorgestellt. Die ersten vorbereitenden Maßnahmen haben bereits vor Jahren begonnen. Also so ein Tagebauprojekt hat ja Rahmen. Und der erste wichtige Rahmen ist so ein raumordnerischer Plan. Und das ist dieser sogenannte Braunkohlenplan. Und mit dem werden die Ziele schon festgelegt. Mit dem wird schon frühzeitig gesagt, dass dort eine große Wasserfläche entstehen soll. Danach richten sich dann unsere Betriebspläne, unsere Aufgaben, die wir zu erfüllen haben. Dem ordnet sich alles unter. In den nächsten Wochen wird der Seeboden hergestellt. Eine Mindesttiefe von 2 Metern muss dabei eingehalten werden. Im Bereich der Randschläuche kann sie auch bis zu 40 Meter erreichen. Dafür muss aber reichlich gebaggert werden. 20 Millionen Kubikmeter Kippbund müssen abgetragen werden, um genau zu sein. Um das schnellstmöglich zu schaffen, sind 50 bis 70 Lkw im Zweischichtsystem im Einsatz. Eine logistische Herausforderung, die nicht ohne ist. Wir legen sehr großen Wert auf Arbeitssicherheit. Auch die Firmen werden nach einem bestimmten Kodex ausgesucht, die nur ganz spezielle Qualifizierungen haben, gerade in Richtung Arbeitssicherheit. Aber so eine Verschrottung eines Tagebau-Großgerätes hat natürlich bestimmte Sicherheitsstandards, die wir dort einhalten müssen. Und auch dieses Erdbeerprojekt, was ich schon genannt habe, wird unter sehr hohen Sicherheitsstandards durchgeführt werden. Parallel zum Seegrund werden die Uferbereiche abgeflacht. Das dient zur Sicherheit gegen Wellenschlag und gewährleistet den Badenden Trittsicherheit. Somit kann die Gefahr vor Abrutschungen genommen werden. Wir haben einmal um den See herum sogenannte gewachsene Böschungen. Diese gewachsenen Böschungen sind standsicher. Sie werden also nicht in den See hineinrutschen können. Das ist von Natur aus so. Die Flutung beginnt in 2 Jahren. Allerdings muss dafür bis Herbst 2018 ein Flutungsbauwerk hergestellt sein. Damit der ehemalige Tagebau gefüllt wird, wird in Höhe des Meeres Lakoma ein Zuleiter den Hammergraben mit dem Einlaufwerk am Ostsee verbinden. Dort wird das Wasser aus der Spree eingespeist. Bis spätestens 2024 soll der Vorgang beendet sein. Dann ist es soweit. Auf und am Cottbuser Ostsee kann Wassersport gemacht, geangelt und sämtliche Freizeitmöglichkeiten nachgegangen werden. Doch bis dahin gibt es noch viel zu tun und unvorhersehbare Probleme zu bewältigen.